Rechts geht die Türe zu, links könnten wir lang, aber das werden wir nicht tun. Jetzt hopp, steh mal auf. Hast du lange genug geschlafen, Mann? Ja, was machen wir jetzt, ne? Scheiße, hä? Da guckst du jetzt. Und du glaubst, es hilft, wenn wir jetzt da runterfahren? Ah ja. Sehr robust, das Ganze hier. Gibt es hier irgendwelche Geheimnisse? Ich will die Ratte befreien. Komm mal mit, Ratte. Ich habe da so eine Idee, Ratte. Ich brauche dich. Auch wenn ich dich nicht mehr befreie, aber... Ach, das ist ein Kind? Sehe ich gerade, was ich von der Ratte habe. Dann ist mir aufgefallen, der Schädel ist ein bisschen arg groß. So, du bleibst mal da stehen. Ich komme gleich wieder, ich habe nicht gerade was gesehen. So, wieder hoch. Ach, bist du blöd, oder was? Zieh ich da hoch. Dann ziehen wir uns da hoch. Genau. Dann gehen wir da rüber. Mhm. Braves Kind. Interessant. Doch. Kann man so festhalten? Nein, kann man nicht. Kann ich denn da hoch? An der Lampe? Hui! Nein. Aber ich bin fast tot geworden wieder. Aber ich könnte doch jetzt... Kann ich da nicht durch? Sieht prädestiniert dafür aus, ne? Nein, nein, nein. Zurück, 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 zurück. Wir können auch irgendwas machen mit dem Hebel. Ich möchte auch wissen, was. Das wird ein Riesenfehler sein, ich sehe es kommen. Hä? Wir sitzen da dran. Was? Wo sind wir ja? Das ist halt immer so ein bisschen ugly an sowas gerade. Jetzt. Aha. Ups. Hihihi, ist wie gerade reingepackt. Stellen wir wieder ab. Ach, da war nur eine Kerze. Okay, das heißt, wir müssen da durch. Mhm. Können wir einen Topf oder sowas hier nehmen? Nein. Können wir nicht verschieben. Wie machen wir das? Oh, die Idee funktioniert. Hui. Benutze LS zum Schwingen und zum Atemspringen. Ja, echt jetzt? Da war ich nicht drauf gekommen, weil Ränder waren wir für die schnell genug. Ich will nur schauen, wie viel Schwung wir aufnehmen können. Ich will da regelrecht durchgeschleudert werden. Hui. Hui. Das würde eigentlich den einzigen Spaß sein, den die Kleine überhaupt noch haben würde jeweils. Hihi. Hui. Hui. Tot! Juhu! Ich bin zerquetscht worden! Ach, das ist toll! Das war schon immer mal. Nicht. Ach nö! Aufs Licht da drüben brennt wenigstens noch. Kann ich die Sequenz nicht überspringen? Bitte. Alter, dein verdammt langen Arm! Aber ich habe jetzt Plan B. Ich kann nur in die eine Richtung schmeißen, wie es aussieht. Gut, dann müssen wir leider da rüber schubsen. Sonst klappt das nicht. Das ist so gewollt. Achso, ja klar, logisch, sonst geht die Tür nicht auf. Wahrscheinlich soll der schwarze Fleck da einfach zeigen, wo ich das hinstellen soll. Ne? Wäre ja logisch. Weil wenn ich das jetzt da hinstelle und dann da hochkletter und dann einfach nur hochspringe und mich festhalte, funktioniert's.
Aber irgendwie hatte ich nicht genügend Schwung aufgebaut. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, glaubst du, was ich hier gerade tue? Däumchen drehen. Hui! Hat geklappt. Und du? Genau, ich mache überall das Licht an. Mach einfach mal das Licht an. Komm, das sieht ja keinen. Ist egal. Ah, ich kann wahrscheinlich so Gitter hochklettern, oder? Lass mich raten. Ha! So, Kerze anmachen. So, romantische Stimmung heute. Ach, ist das nicht schön, oder? Das ist doch toll. Ganz toll ist das. Kann ich in die Badewanne rein? Ich will baden. Cruella de Vil. Sie macht, was er will. Oh, warte mal. Oh, das ist eine Guillotine. Fett, kann ich die benutzen? Aber hier scheint es keine Geheimnisse zu geben. Außer eine Badewanne, wo ich nichts mehr anfangen kann. Warte mal, wenn wir da hochgehen. Und es hochziehen. Guck, guck. Weg bin ich. Guck, guck. Ich fand's gerade witzig. Halt, nein, 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 nein. Was sind denn Mac? Nix. Ich find's geknatsche geil. Voll cool. Depp, 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 depp. Und durch. Achso, hab ich nicht gewusst, ich kann sliden, wenn sie rennt und sich dann duckt. Tschu! Sieht man die Unterwäsche. Haha! Die hat was Weißes an. Also, ich möchte ja nichts sagen, aber ich finde die Idee jetzt nicht so wirklich geil. Da lang zu gehen, wurde typisch. Huh, Klimmzüge. Eurosport. Eurosport. Ja. Was war das? Scheiße. Der ist da drüben. War jetzt nicht der Freak von vorhin? Macht er? Macht er irgendwas ab? Da verpackt die. Ist aber toll von dem. Tot! Ich hab's gewusst! Brichst du jetzt das Ach man, mir gar nichts hier gehabt, ob wir sie umbringen. Oh, ist ja ganz Zeit aus dem Mausenbild. Sorry! Jo, Plan B war schon mal für den Arsch. Wir schleichen uns einfach vorbei. Soll der uns verpacken? Ich geh mal da rein. Vielleicht muss er uns verpacken. Lalala, ich versteck mich mal hier hinten. Der sieht mich garantiert nicht. Fuck! So, das wird jetzt herausfordernd. Wie kommen wir an diesem Lümmel vorbei? Eurosport. 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 Training. Lalala, ich war zu langsam. Scheiße. Ich muss den auf jeden Fall irgendwo darüber locken und dann muss ich gucken, dass wir beikommen. Okay. Das kann ja heiter werden. Wie locke ich denn aber hier rüber? Fällt es ihm von alleine auf, dass da irgendwas auf jeden Fall ist? Fehlt. Dann gucken wir die Umgebung an. Ich muss mich irgendwo verstecken, aber wo?
Jetzt warten wir mal. Jetzt hängt er die an Haken ran, ne? Frisch verpackt. Ist jetzt Frischfleisch. Da holt er wieder was raus. Ich ganz leise vorbei sneak. Ganz cool bleiben. Oh, oh. Der ist zwar blind, aber der hört uns. So, puh. Ganz ruhig bleiben, Kleine. Guck nicht an. Weil der Freak hat uns einen Herzschlag. Oh Gott, ich dachte, es wäre mir, aber es war dann seine Nackenjacke geknirscht hat. Puh, du. Da drüben kommen wir durch. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir an dem irgendwas vorbeikommen. So, Opa, du machst es jetzt schön fleißig weiter. Ganz ruhig bleiben. Nicht bewegen. Shit. Was soll ich denn da machen? Soll ich rennen? Wäre eine Idee zumindest. Ich von da aus dann anfangen zu rennen und dann durchschleichen durch das Türchen. Ja, ist eigentlich frustrierend. Was soll ich denn sagen? Außerdem, jetzt pass mal auf, was ist da ganz in den Unterwäsche? Jetzt rennen würde noch nichts bringen. Jetzt müssen wir erstmal aufpassen und cool bleiben. Nichts machen, nicht bewegen, Boogie. Das hat gerade eben wunderbar funktioniert. Tu die scheiß Hand weg, du Pimmel. Jetzt warten, bis er da drüben ist. So, laufen wir jetzt darüber. Warten. Wir haben Zeit, wir haben Geduld. Er nicht. Er muss Ware liefern, ne? Das ist ein Riesenproblem. Lauf weiter nach links. Glaubt ihr, das klappt, wenn ich jetzt rüber renne? Die Chance, die ich kann nutzen sollen. Wenn ich mich leise sneak, dann findet er mich wieder. Dann brauchen wir nicht mehr stehen bleiben. Ich glaube, ich muss rüberrennen und durchsliden. Ich muss da was wieder nach links gehen. Hopp, verzieh dich. Renn. Riech durch! Jetzt cool bleiben. Noch ist er da. Shit. Alter, war das knapp. Hui. Ich weiß, warum wir Lautstärke technisch hier keine Sorgen mehr haben. Aber hier geht's noch hoch. Hier oben kann noch was sein. Hallo, hebst du dich mal fest? Bist du jetzt bescheuert? Ich komm da nicht hin. Das wäre so toll gewesen, wenn da irgendwas wäre. Ich habe mal ein paar Schuhe. Ich weiß zwar nicht für was, aber okay. Das Rätsel ist äußerst schwer. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding jetzt machen soll, ne? Also es ist... Aber ich habe glaube das Problem, der hört es, ne? Das heißt, das Ding hochkurbeln so schnell wie möglich und durchrennen. Der denkt wahrscheinlich auch schon, dass er verrückt wird oder so, dass er halluziniert. Ja, denke ich mal. Guck dich mal an, Alter. Alter, du mit dem Nacken knirschen, Alter. Verbrichst das Genick irgendwann, du. Kriegst auch Rheuma davon. So, mach die Tür mal zu.
Dann müssen wir uns warten, bis er drüben beschäftigt ist. Passt. Nee, renn mit uns. Hui! Hoch und durch. Nicht, dass er jetzt gleich runtergreift mit seinen arschlangen Armen. Ich trau der Sache hier nicht. Warum geht er? Ha! Ich wäre jetzt vom Schuh erschlagen worden. Tod durch Schuh. So. Mach das Licht mal an. Hüpf. Und hüpf. Depp. Sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zur Kuschelstunde in Little Nightmares. Heute kuscheln wir in der Kanalisation oder am Lüftungsabfallsystem, was ich gerade ja glaube. Jetzt duck dich doch. Boah, guck mal. Neue Schuhe von Sneakers. Uiuiui. Ah, Georgina Lucy Handtasche. Das sah gerade echt aus wie eine Handtasche. Halt, nein, da noch nicht durch. Geht's da hoch? Hallo? Ach nee, da kann sie nicht aufstehen, aber gerade eben ging's. Okay, ich dachte gerade, das wäre jetzt ein bisschen widerlich geworden. Kann ich den Stuhl ziehen? Ich glaube weniger. Hui! Kann ich den Schuh nehmen? Hallo, jetzt voll die Auswahl. Vor allem kommen die ganzen Schuhe her. Oh. Fuck, irgendwas lebt da. Wenn ihr jetzt mir sagt, es gibt hier einen anderen Weg, dann raste ich aus. Hoch. Hier ist nichts. Da drüben wäre der nächste Koffer. Kann die in dem Schuhwerk auch rennen? Oh Gott, ich hasse. Mach. Zieh. Gott! Ich will nicht wissen, was es gewesen wäre. Wahrscheinlich so ein Hai oder sowas irgendwie. Der braucht kein Wasser mehr, der braucht Schuhe zum Leben. Mami? Oh, kann ich das essen? Hallo, da liegt Fleisch? Sieht vielleicht nicht alles besser. Ich heb's doch auf. Kind? Ach, jetzt... Oh, warte mal, ist das eine Mäuse... Habt ihr das ausgelöst, ne? Ja, die ist kaputt. Kann ich da durch? Nein, schade. Weißt du, da liegt Fleisch rum. Das will sie nicht essen. Für schlechte Zeiten oder so, weil sie mal Hunger kriegt. Willst du das vielleicht? Aber nicht. Du bist meine doofe Nudel manchmal. Kind. Nein. Jo. Der Rattenfänger, ne? Ich glaube, der wurde aber bezahlt. Die hat er sich nicht aufgehängt. Weil er mit der Flöte die Ratten fortgebracht hat. Ah, ich wollte gerade sneaken. Scheiße war's. Ich habe Zeit verloren. Renn! Geh da rein. Muss ich mit dem jetzt echt Aufzug fahren? Scheiße, ja, ich geh durch. Mami? Achtung, gleich greift ihr in die Kiste rein, wir sind tot. Ich da hochklettern soll am Gitter? Ich glaube nicht. Ja, verfolgt die mal. Viel Spaß. Ich fahre eine Etage weiter. Oder auch nicht. Ah, guck mal, das ist ja mein Affe. Ich hab ein bisschen Spielzeug. Gibt es irgendwelche Geheimnisse? Kann ich die Dose aufheben? Weiß, ich schmeiße mir Sachen rum. Und der Alte das hört. Hihi. Ah ja. Ich habe da so eine Idee.